Servus, Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule, die Replay Challenge Kalender Woche 23 ist in Gang. Wir sind unterwegs mit Icke vom Clan Kuhn. Habe ich schon einige Replays von gepostet. Der fährt mit dem T10 Stufe 9 schwerer Panzer der Russen, der bald einen Nachfolger bekommt. Fährt im Zug mit Prime vom Clan Kuhn im T10 und mit Torbjörn 82 vom Clan Kuhn im Objekt 263. Also drei böse Russen am Start. In einem Matchmaking, wie es sich gehört, normalerweise plus 1 maximal. So soll das normalerweise sein. 9er und 10er an einem, 8 und 9er an einem, 7er und 8er an einem. So ist okay. Zwei Stufen Unterschied finde ich bei Lights noch machbar. Bei Mediums wird es dann schwierig. Bei Heavies, ja, reden wir nicht darüber. So, was haben wir verbaut? 122 mm Kanone, 440 Schaden, 258 Durchschlag mit Premium Munition, 340 Durchschlag. Das ist schon mal ein Riesenunterschied zwischen 258 und 340. Und mit Spreng haben wir 530 Schaden bei 68 Durchschlag. Wir haben eine große Feuerwehr, eine Pflasterkiste und ein paar, ja, Ersatzteile. Kleiner Satz der Kiste. Drin verbaut, ich vermute einfach mal. Okay, Objekt 140 zeigt sich da. Ein Ansetzer, einen Stabilisator und eine Lüftung. Falls du das Video siehst, bitte kurz reinschreiben, wie immer. Was ist da drin eingebaut? So. Wir sind auf LR Luft gelandet. Und haben unter anderem einen E-100 als Gegner, ein Objekt 140, einen Badger und einen 268 Version 4. Der ist nicht so einfach. Da drüben kommen schon die ersten Bösen. Kommt Querrohr, da wirst du keine Chance haben. Zugkollege auf der rechten Seite, T10. Kriegt bereits ordentlich eins aufs Brett. Ne, da kommt er nicht durch. Grüß Gott. M46 Patten mit einem wahnsinnigen Manöver. Und T30 hat er schon ordentlich eins drauf bekommen. Auf Wiedersehen. Jagdpanzer E100 nimmt den T30 raus. Dann haben wir einen E100. Ne, ist nicht der E100. Muss die Karte größer machen. Das gibt's aber nicht. Er hat auch schon fast einen Tausender weg. Sehr schön. Mit Standardmunition kommt man da oben auch durch. Wenn jemand es nicht auf die Reihe bekommt, seinen Turm anzuwinkeln, dann bitteschön schießen wir da einfach mal durch. Uns nimmt er nur die Kette weg. Wir sind bei 1408 Schaden. Wir haben noch keinen Kill auf der Uhr. Mal sehen, ob sich das gleich ändert. Ah, so ungenau sind die russischen Kanonen gar nicht. Sollte mal einer sagen, dass sie schlecht wären. Sind sie nur auf dem Papier. Ist so. Jawohl. E100 ist raus. Erster Kill für uns. 2236 Schaden. Sehr schön. Ganz schlechte Position für einen Conqueror. Der ist Hulldown unbezwingbar oder fast unbezwingbar. Noch dazu die geniale Kanone. Super Conqueror noch extremer. Ja, wir können leider nicht reparieren. Fangen uns jetzt gerade eine Stelle nach der anderen ein. Und da ist der Conqueror raus. Kill Nummer 2 für uns. 3273 Schaden. Wie gesagt, er bekommt seinen Nachfolger demnächst. Ja, da hast du keine Chance mehr, Freund. Und wir packen eine 485er Schelle am T30 aus. Der muss öfter, muss länger nachladen. Bedeutet für uns, wir beenden das durchs Kettenrad. Jawohl, sehr schön. Kill Nummer 3, 3832 Schaden, habe ich ganz vergessen zu sagen. Der Zugkollege ist bereits Fischfutter geworden. Ist, glaube ich, als erster oder zweiter gestorben. Kill Nummer 4, Skoda, auf Wiedersehen. Mal sehen, wie das hier noch weitergeht. In der Gegnerseite haben wir noch dreimal Artillerie, zwei TDs. Ist der 2684 noch am Leben? Ne, der ist auch schon raus, gibt's aber nicht. Okay. Der Badger steht unten quasi auf freiem Feld. Hat ein Objekt 140 vor der Nase ohne Tortoise. Wenn die das Fahrzeug in die Zange nehmen, da würde ich mal sagen, war es das ziemlich schnell für den Briten.
Könntest da versuchen, rechts drauf zu fahren. Ne, kriegst keinen Schuss drauf. Aber den Badger könntest du eventuell von der Seite eine mitgeben. Ne, der steht leider in einem Felsen. So, dreimal Artillerie haben wir noch übrig. Und ein Jagdtiger. Und einen schweren Panzer. Oh, Typ 4 schwer. Sagen wir mal Hallo. Angezündet. Sehr fein. Keine Ahnung, auf wen er zuerst schießt. Auf den, den er rausnehmen kann. Das wärst du nicht gewesen. Beziehungsweise bist du nicht. Kette. Jawohl, sehr schön. Da gab es vorher noch einen kleinen hübschen Gruß von der Artillerie. Den kriegen wir inzwischen auch. Wir haben 5 Kills aus der Ohr. Der T-92er. Mit einer richtig bösen Schelle. 586, das tat weh. Wir sind bei 5291 Schaden. Wir haben 5 Kills gemacht. Wir haben 1030 Schaden geblockt. Er ist im Punkto Blocken nicht die erste Wahl. Das muss man einfach mal dazu sagen. So, da werden wir noch gerammt. Badger 150. 155, 55, die kann das. Ich glaube nicht, dass wir von dem was abbekommen. Wir haben 6 Kills. Das wird die Artillerie erledigen. Ein Treffer. Okay, Objekt 704 macht es genauso. So, 5731 Schaden, 1030 Schaden geblockt und 1728 Schaden aufgeklärt. Mit 6 Kills. Feine Runde. Schauen wir uns mal an, was die Auswertung dazu sagt. Victory natürlich, ist klar. Eine Top-Gun haben wir bekommen, ein High-Kaliber haben wir bekommen. 90.000 haben wir eingenommen. Mal schauen, wie sich das aufteilt. Fire-Effects, Duelland, Schläger, Hand of God, Spotter und natürlich ein M. Wenn es dafür kein M gibt, weiß ich auch nicht. 5731 Schaden, wie gesagt, 1620 Basis-XP, das ist aber richtig, richtig ordentlich. So. 90.000 nehmen wir ein, 15.000 gehen so reparieren. 38 in Munitionskiste und 6.000 für Konsumgüter. Bleiben wir mit 30.000 netto übrig. Wir haben 17 Schüsse abgefeuert, 16 haben getroffen, 15 erschlagen. Und wir haben dafür 5.731 Schaden gesorgt. Kann man mal machen. Sehr feine Runde. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, Leute. Fleißig draufklicken, ein Like da lassen, ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.